Heute geht es um den Begriff Halal. Was ist Halal? Welche Produkte sind Halal? Und wie erkenne ich, ob etwas, das von außen vielleicht gar nicht gekennzeichnet ist, Halal ist oder nicht? Welche Inhaltsstoffe spielen da eine Rolle? All das finden wir jetzt zusammen raus. Was bedeutet Halal? Also Halal kommt eigentlich aus dem Arabischen und heißt so wie erlaubt oder zulässig. Mhm. Woran erkenne ich, ob Lebensmittel Halal sind? Die meisten Produkte haben Halal-Zertifikate. Natürlich sollte man trotzdem recherchieren. Wenn ein Halal-Zertifikat drauf ist, dann kann ich doch eigentlich davon ausgehen, dass es Halal ist, oder nicht? Eigentlich schon, aber man sollte trotzdem aufpassen, weil in den meisten Fällen sind dort technische Hilfsstoffe mit drin, die man nicht mit aufschreiben muss. Was mache ich, wenn das Halal-Zertifikat nicht auf der Verpackung ist? Man sollte dabei die Inhaltsstoffe beachten. In den meisten Fällen gibt es ja auch Symbole, wo steht vegan, wie hier zum Beispiel. Es gibt Produkte, in denen verstecken sich Inhaltsstoffe, die nicht halal sind. Zum Beispiel Gelatine. Das ist natürlich in so Sachen wie Gummibärchen oder Desserts drin. Dann gibt es Emulgatoren. Das ist oft in Brot und Wurst und zum Beispiel auch Schokolade drin. Außerdem müssten wir achten auf Aromastoffe, finden sich oft in Eis und auch Fertiggerichten. Und dann wäre da noch Chymosin. Das ist ganz oft in Käse. Also, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass eure Produkte auch wirklich halal sind, dann achtet auf die Zutatenliste. Guckt nach Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Emulgatoren oder Geliermittel, also Gelatine, oder Aromastoffen. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr vorher schon im Internet recherchieren oder im Supermarkt so eine kluge App nutzen. Und wenn dann noch Fragen sind, dann könnt ihr euch natürlich immer an die Verbraucherzentrale wenden.